So, dann machen wir mal weiter. Ich habe gerade mal eingeklebt hier und gar nicht so eine tolle Quote gehabt beim letzten Mal. Von 35 neuen Stickern waren 14 Duplikate. Fast die Hälfte war schon vorhanden im Album. Wobei ich hier sehe, jetzt habe ich mal wieder ein bisschen besseren Überblick, nachdem ich ja einige Wochen nicht geklebt hatte. Ist noch relativ leer, das Heft an manchen Stellen. Also ich bin noch weit davon entfernt, es zur Hälfte gefüllt zu haben. Jetzt haben wir 6 Päckchen. 30 Sticker. Jetzt habe ich auch mal hier das Inhaltsverzeichnis vor mir, damit ich die mal direkt ein besser sortieren kann. Das erleichtert dann das Einkleben. So, jetzt haben wir Thomas Monnier. Könnt jetzt auch mal direkt gucken, ob ich die schon habe oder nicht, weil das wäre, glaube ich, zu aufwendig. Dann haben wir das Mannschaftsfoto von Tunesien. Tarik Tissoudali, Marokko. Lukasz Skorupski, schöner Name von Polen. Von Polen habe ich noch nicht so viele. Joaquin Correa von Argentinien. Nicht verwandt oder verschwägert mit Marcel Correa oder Südkorea. Dann haben wir Simon Kjær, Dänemark. Bin froh, wenn ich da mal ein paar Namen kenne. Das Mannschaftsfoto von Deutschland, aber ein historisches, ne? Ja, das, oh nein, das ist die aktuelle Fußballnationalmannschaft. Fukuhila ist wieder in, meine Damen und Herren. Ein historisches Foto, nice. 1990 war ich schon auf der Welt. Daily Blind, blind von den Niederlanden. Pervis Estupinian von Ecuador. Raúl Jiménez von Mexiko. Mexiko habe ich schon vergleichsweise viele. Spanien habe ich, glaube ich, auch schon relativ viele. So, dann haben wir hier Steven Zuber, Schweizerland. Predrag Rajkovic, Serbia. Das Mannschaftsfoto von Portugal. Davis Espassi, Kamerun. Das Mannschaftsfoto von, wer ist das? Ah, das ist das Logo von Spanien. Hätte ich jetzt nicht erkannt, wenn hinten nicht ESP draufstehen würde. Espanyol. Dann haben wir noch ein Päckchen hier. Muss man aufpassen, dass ich gar nicht schon zerreiße. Auch und so. Dann haben wir hier das Logo von Belgien. Ist gar nicht frittiert, das Logo wundert mich bei Belgien. Dann haben wir Thiago Silva, Brasilien. Walker Zimmerman, USA. Ich glaube, der deutsche Vorfahren. Sieht auch so aus. So, Piero Hincapié, Ecuador. Ecuador-Spieler, wie sagt man, Ecuadorianer. Bisschen Probleme, die Namen auszusprechen. Harold Mukudi, Kamerun. So, man lernt ja auch einiges an Namen. Zwei Päckchen habe ich noch. Sieht für mich doch nach relativ vielen neuen jetzt aus. Der Eindruck kann auch täuschen. Richarlison, Brazil. Kevin De Bruyne, kenne ich hier sogar in Belgien. Das ist das Logo von Dansk, also Dänemark. Steven Vitoria, Kanada, da habe ich glaube ich erst zwei oder drei Aufkleber, das ist schön. Und Bamba Dieng, Senegal. Und das letzte Päckchen für heute, oder für dieses Video, das Logo von den Gastgebern, Katar. Takehiro Tomiyasu, Japan. Hat 98 geboren. José Fonte, 1983 geboren, ist ja schon fast 40. Dürfte einer der ältesten oder wenn nicht der älteste Spieler hier sein. Portugal. Abdullah Madu, Saudi-Arabien. Und noch ein klassisches Foto, auch mit schönen Frisuren. Argentinien 1978. Jo.
Dann wird jetzt erstmal geklebt.